Yep. Auf nach Grünwasser. Wegschreien. Und damit haben wir auch die Wegschreine komplett. Hier ist noch ein Buch. Damit fehlen uns jetzt noch 5 Bücher, glaube ich. Ja, 5 Bücher. Seid dreifach gesehen. Nein. Oh, gedankt sei Mara. Ihr gehört zur Verstärkung, richtig? Nein, was geht hier vor sich? Die Maoma sind passiert. Die verdammten Vipern haben zugeschlagen und die Stadt überraschend eingenommen. Wartet. Ihr sagtet, dass ihr nicht zur Verstärkung gehört? Nein. Wir haben Ärger. Außer, ihr helft uns? Was benötigt ihr? Es gibt eine uralte Maschine auf der Ostklippe, die altmährische Hafenverteidigung. Mhm. Falls ihr sie wieder in Betrieb setzen könnt, macht das die Sache für uns wesentlich leichter. Mein Hauptmann hat einen Läufer losgeschickt, um sie zu aktivieren. Ist nie zurückgekommen. Ja, das ist schlecht. Ich werde sie finden. Der Name der Späherin ist Loromel. Loromel. Wir werden direkt hinter euch sein, sobald mehr Klingen auftauchen. Klar. Wo ist euer Hauptmann? Sie ist an der Postenkette auf der anderen Seite der Stadt. Derzeit ist unser einziges Ziel, die Maorme hier aufzuhalten. Ohne Verstärkung werden wir diese Bastarde nie zurück ins Meer dringen. Gut, dann helfen wir mal. Tun wir gerne. Muss tatsächlich erstmal auf die andere Seite. Der war ein riesen Radius. Ich würde einfach nur rüber. Okay. Hat nicht so gut geklappt. Nein, doch einfach nicht rüber. Aber egal, ich habe es trotzdem versucht. Es war ein Versuch wert, darüber zu kommen. Servus. Der Hauptmann hat euch geschickt. Ja. Gedankt sei Mara. Was ist geschehen? Sie haben mich verfolgt. Ich bin um das Haus des Stiftsvogts herumgeschlichen. Ich wollte herausfinden, wie man dieses alte Gerät einschaltet. Man braucht einen Satz Steine. Altmährische Kraftsteine. Ich gucke gerade. Okay. So. Wo kann ich die Steine finden? Ich habe diesen Fetzen Papier gefunden. Hier steht, dass einer in der Taverne
und ein anderer im Haus dieses alten Magiers ist. Sie liegen beide auf der anderen Seite der Stadt. Der dritte, der Kapitän der Mahoma, hat den letzten. Er war im Haus des Stiftsvogts. Ich werde die Steine finden. Tut das. Ich bleibe hier einfach sitzen und ruhe mich aus. Und versuche, mich heute nicht noch einmal niederstechen zu lassen. Ja, das wäre vielleicht nicht ganz so gut. Ich muss gerade einmal gucken. Also da oben wird noch eine Himmelsscherbe sein. Ich brauche auf jeden Fall nur ein Verlies. Das eine ist da. Das habe ich. Eins ist da hinten. Hab ich auch. Das da. Ist da. Die ist da. Sister. Mir fehlt aber immer noch eins. Drei. Vier. Eins. Zwei. Vier. Aber die sechste fehlt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Selbst auf der Map ist die sechste nicht angezeichnet. Okay, warte mal. Wo ist die denn? Aber wo? Wie ist doch Lovisin? Das bringt mir nicht weiter. Aber da werden nur 6 Dinger angezeigt. Es sind und bleiben 5. 1, 2, 3, 4, 5. Die sechste wird nie angezeigt. Was ist das für eine Kacke? Danke, Hybrid. Warte mal.
Da dann irgendwo. Hier irgendwo. Okay, kriegen wir hin. Aber erstmal das hier. Kriegen wir irgendwie hin. Ja, du gibst noch. Hinten leuchtet lila. Wahrscheinlich nur eine Kiste sein. Nee, sieht nach einem Buch aus. Oh mein Gott, tatsächlich. Es fehlen halt einfach nur noch 4 Bücher. 4 Bücher fehlen. Wenigstens die Suche ein. Kapitän Parun. Ja. Nichts, was ich gebrauchen kann. Nehmt die Docks ein. Für Südfeuer. Okay, das ist da hinten. Hier muss ich kämpfen. So verfolgen sie mich wieder und da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Ja, ich bin noch reingekommen. Das ist aber ein seltenes Vergnügen. Ein sehr, sehr seltenes. Und lass mich runter. Ich wollte gerade sagen. Haha. Hat dir nichts gebracht. Das wird verklickt. Ja. Und hier hinten müssen wir noch rein. Ja, so, und jetzt den ganzen Weg wieder zurück, oder was? Ernsthaft?
Ja, fast. Ich glaube, wir müssen aber da hoch. Ja. Rang 30 bei zwei Händler. Klingt gut. Nee, aber rein. Hallo? Ach, weil nur einer richtig ist. Okay, warte. Jetzt. Mein bisschen stimmungsvolle Musik. habe ich gestern mal wieder The Witcher reingezogen. Bin schon gespannt auf Staffel 3. Ja, ich auch. Ich auch. Komme ich schon richtig drauf. Aber zum Glück habe ich ja noch genug Witcher-Input für Büchern bis zu Witcher 3, was wir ja jetzt gerade ja noch spielen. Haben wir ja noch ein bisschen. Auge der Uralten. Nice. Nice. Und jetzt dürfen wir mit dem Hauptmann sprechen. Ich müsste mir rein theoretisch die Serie auch nochmal ansehen. Aber zurzeit hänge ich noch bei Lucifer. Die Serie möchte ich vorher zu Ende gucken. Bevor ich irgendwas anderes mache. Erstmal ein paar Serien gucken, die ich nicht kenne. Also noch nicht komplett. Bei Maras Herz, ihr habt hier gute Arbeit geleistet. Ich weiß. Kein Wunder, dass Rasum da euch vertraut. Wir haben den Sieg davon getragen. Wer weiß, wie lange es dauern wird, um die Stadt wieder aufzubauen. Doch mit den Seesoldaten im Rücken haben wir sie in Stücke gerissen. Ja, Mittel. Wir haben den Sieg davongetragen. Vielen Dank. Ihr habt die Dankbarkeit eines erleichterten Hauptmanns. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir hätten keinen besseren für Geralt finden können, wie Henry Cavill. Ja, also das ist eigentlich perfekte Besetzung. Ich finde auch Ciri ist gut besetzt. Bei Yennefer, ja gut, aber ich bin so oder so kein Fan von Yennefer, von daher, ja. Kann eine Menge empfehlen. Echt? Was kannst du denn empfehlen, Flamur? Was kannst du denn empfehlen? Ich bin immer offen für Neues. Ob es dann am Ende meins ist, ist dann die andere Sache, aber ich bin, was Serien angeht, immer offen für Neues, was es so gibt. Vieles kriegt man ja auch gar nicht so mit. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das kann ich noch tragen. Schultern. Das ist auch schlechter. Nö. Kommt drauf an, in welche Richtung. Ich sag mal so, alles außer Horror. Bei Horror bin ich raus. Aber ansonsten eigentlich... Okay, eigentlich alles ist tatsächlich querbeet. Ich wüsste jetzt tatsächlich so nichts. Außer jetzt so Sachen wie Stranger Things und sowas. Die ich nicht gucken würde. Ich überlege gerade. Aber nee, eigentlich gucke ich fast alles. Von Anime-Serien über...
Comedy, über Fantasy, über Dramen. Da hinten ist es. Merunes Tücke. Schnell hin da. Wo ich es wieder aus den Augen verliere. Oh Gott. Tja. Es gibt viele gute Schauspielerbesetzungen, nur passende, aber Gerrit, es geht einfach nicht mehr perfekter. Das ist die Perfektion in Person. Ja, es ist schon sehr, sehr geil. Also das ist es in der Tat. Hast du dich gerade ausgeloggt, um dich wieder einzuloggen? Herbert? Was? Hübsch. Ach so, okay. Ich dachte gerade so, hä? Wieso lockt er sich aus? Und hä? Wieso lockt er sich jetzt wieder ein? Dachchen. Aber um so eine Uhrzeit Updates. Huch. Da will irgendwas von mir gleich. Irgendwas wird er gleich was von mir. Dieses Kampf ist nicht augenscheinlich aggressiv. Sein Hals ist ein Halsband mit einer Inschrift. Die in Schrift lesen. Mein Name ist Ozozur. Falls ihr mich findet, dann bringt mich bitte zu Geiris in die Magiergilde von Himmelswacht zurück. Es wartet eine Belohnung. Berührt einfach nur mein Halsband, um mich im Zaum zu halten. Halsband berühren. Nice. Huch. Einmal verklickt wieder. Vikings, QT, Shannara Chronicles, Breaking Bad, Prison Break, American Ghost, Insect, Ferris Westwood, Punisher, Van Helsing, Wrestling One, und. Also Vikings habe ich tatsächlich schon mal reingeguckt. Fand ich tatsächlich richtig geil, die erste Staffel. GOT ist sowieso GOT-Fan. Von den Shannara Chronicles habe ich schon mal gehört. Mein Verlobter hat es auf jeden Fall gesehen. Er meinte, es wäre sehr gut. Ich habe es mir bis jetzt noch nicht angeguckt. Von Prison Break habe ich auch schon gehört, soll auch gut sein, genauso wie American Gods. Und von dem Rest gar nichts. Van Helsing habe ich gelesen, dass es das gibt, aber ich habe ihn noch nicht reingetraut. Und das andere sagt mir so gar nichts. Aber schreib es mir einfach auf. Dann kann ich ja nachgucken. Huch. Ne? Und dann schaue ich einfach mal, was das ist. Dann habe ich ein bisschen was zu tun. Warum muss ich denn schon wieder abgesetzt? Alles gut, alles gut. Ich habe viele Serien, die abgesetzt wurden. Vor allem Anime-Serien. Ich bin es gewohnt, dass Serien abgesetzt werden. Es ist, eher... Es ist ein leidiges Thema. Ich bin gewohnt, dass meine Lieblingssachen abgesetzt werden.
habe mindestens 6 Anime-Serien, die abgesetzt wurden. Irgendwann räch ich mich. Nein, aber es ist schon hart. Oder wie oft hatte ich das Serien scheiß Ende genommen haben, einfach nur, weil entweder kein Budget da war oder Schauspieler abgesprungen sind oder einfach die die Produzenten sich geändert haben und. Also, ja, ich fühl's. Ich fühl's. Aber wie gesagt, von Shannara habe ich sehr, sehr viel gehört, auch durch meinen Verlobten. Aber bisher noch nicht gesehen. Ich weiß, dass das, glaube ich, auf Amazon Prime, doch war Prime, glaube ich, ne? Gibt. Van Helsing weiß ich gar nicht, wo ich das gesehen hatte. Wo war ich denn jetzt da? Da war ich. Schauen wir mal. Wenn es das zu gucken gibt irgendwo, warum nicht? Wie gesagt, ich bin zurzeit bei der zweiten Staffel von Lucifer. Wir gucken jetzt auch erstmal durch und danach mal schauen. Vielleicht sollte ich auf dem Discord sowieso irgendwann meinen Serien- und Film-Ding reinhauen. Ich werde gleich angegriffen. Ja. Einfach für Empfehlungen und so weiter. Vielleicht sollte ich das irgendwann auch nochmal auf den Discord reinpacken. Das war ja schon durch. Also ich habe mich ja so ein bisschen in die Serie verliebt, muss ich sagen. Ich war anfangs sehr, sehr kritisch, was die Serie angeht. Ich bin auch anfangs überhaupt nicht warm geworden. Ich glaube, die ersten 3 Folgen habe ich, oder 4 Folgen waren es sogar, 5 oder 6 Mal versucht, angeguckt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, okay, ich setze mich da jetzt hin. Da habe ich bei Final Fantasy 14, habe ich mich reingesetzt zum Farmen. Dann habe ich gesagt, gut, okay, was guckst du jetzt? Mach einfach die Serie an, versuche es ein letztes Mal. Und jetzt bin ich im Suchtmodus und jedes Mal, wenn ich leider einschlafe bei der Serie, ich schaffe meistens so 1,5 Folgen, dann penne ich ein und dann muss ich die ganzen Sachen nochmal von vorne gucken, die ich verpasst habe. Und jetzt ist es eine Sucht geworden. Also ich habe mich so in diese Serie verliebt, das ist unglaublich, so wo war ich da. Okay, so. Aufgeschrieben ist es. So, beim letzten Wort haben mich die Viecher angegriffen. Also beim letzten Namen. Egal. Van Helsing's Netflix. Okay. Ja, gut, habe ich beides. Ich muss auch noch auf Disney Plus einige Serien sehen. Da ist auch noch ganz, ganz viel, was ich sehen muss. Hier ist auch noch eine Himmelsscherbe drin. Ich weiß noch GOT-Zeiten. In einer Woche komplett durchgeschaut. Also bei GOT war es damals bei mir so. Meine Eltern haben das mega gehypt. Ich gar kein Interesse habe, weil jedes Mal, wenn ich ins Wohnzimmer kam, hat irgendjemand da gevögelt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war 15, 16, als sie angefangen hatten, das zu gucken. Ich glaube, da war gerade die 2. Staffel draußen. Oder 3. Und anfangs gar kein Interesse. Dann irgendwann, okay, komm, guckst du es dir mal im Internet an. Waren so ein paar Folgen. Und dann dachte ich, ach ja, ne? Der weiße Wolf sieht schon geil aus. Und ja, der ist ja eigentlich ganz süß. So, und dann anfangs das Intro immer weggeskippt, immer. Weil Intro war mir einfach zu lang. Heute kacke ich jeden an, der mit mir mitguckt und dieses Intro übersprungen haben will, weil ich nicht will, dass es übersprungen wird, einfach damit ich die Melodie mitsingen kann. Deswegen ist sie ja mittlerweile bei mir auch als Alert drin. Aber ja, mittlerweile echt, das habe ich auch zu Frühschuss gesagt, so. Überspringt einer, den wir kennen, nur dieses Intro, ne? Den kacke ich zusammen, den scheiße ich so zusammen. Ich will dieses Intro hören. Und mittlerweile ist das halt auch einfach Liebe. Es ist einfach nur Liebe. Es ist eine tolle Serie. Komm schon. Jetzt.
Nein, ich werde schon wieder angegriffen. Ich wollte eigentlich den Chat lesen. Lass mich den Chat lesen. Hallo. Ich will auch nur. So, jetzt. Allein erste Folge. Direkt Boobies. Aber ich finde auch den Humor in der Serie einfach richtig geil. Allein Tyrion ist halt cool. Einfach nur cool. Dann gibt es aber auch gleichzeitig so viele Aufreger, wo du dir denkst, Alter. Alter, das ist jetzt nicht passiert. Es ist toll. Es ist eine tolle Serie. Kann man nicht anders sagen. Klar, es ist auch Geschmackssache, aber für mich ist es eine wirklich tolle Serie. Wenn ich immer das Intro mitschaue, ist tatsächlich nur noch DVD. Echt? Ja gut, da gucke ich es auch. Da gucke ich es auch mit.